Martin Luther. Ein Bauernsohn bringt Bewegung. Aus dem Filmstudio Assi. Heute Film 2. Der tief verborgene Schatz. Wir befinden uns in Erfurt im Jahr 1508, im Schwarzen Kloster. Hier leben lauter Augustinermönche, unter ihnen auch Martin Luther. Dieser lebt seit dem Juli 1505 im Kloster. Er fühlt sich noch sehr unsicher. Was muss ich nur alles tun, damit Gott mich lieb hat, mich schätzt? Wie muss ich leben, dass Gott mein Leben gefällt? Lebe ich wirklich richtig für Gott? Ich bin in das Kloster gegangen, weil ich Gott gehorsam sein will. Ich bete oft und viel im Gottesdienst, auch regelmäßig, damit ich alles richtig mache. Ich verzichte auf Essen. Ich faste deswegen vor den Feiertagen. Ich lebe arm und gehe betteln für mein Brot. Und trotzdem fühlt es sich an, als ob mir Gott verschlossen bleibt. Ich kann nicht zu Gott kommen, weil die Tür verschlossen ist. Ich gehe zu meinem Beichtvater Johann und will ihm all meine Verfehlungen sagen. Martin Luther ging regelmäßig zur Beichte zu Johann von Staupitz, so auch an diesem Tag. Beichtvater Staupitz, ich schaffe es einfach nicht. Immer wieder mache ich es falsch. Wie muss ich vor Gott richtig beichten und eingestehen, dass ich etwas falsch gemacht habe? Sicherlich mache ich es falsch. Hilf mir doch, lieber Bruder Johann. Ich will doch Gott gefällig leben. Ich denke einfach verkehrt. Lieber Martin, du sorgst dich zu sehr. Gott kennt dich doch gut. Ich will dir eine Aufgabe geben. Hier ist eine Bibel. Diese schenke ich dir. Du wirst sie gut gebrauchen können für deine neue Aufgabe. Schau in sie, lese die Bibelstellen von Jesus. Was wird da von Gott erzählt und von Jesus? Lieber Johann von Staupitz, so ein kostbares Buch, diese handgeschriebene Bibel, schenkt ihr mir? Womit habe ich es verdient? Von welcher Aufgabe sprecht ihr? Friedrich der Weise hat die Universität in Wittenberg neu gegründet. Sie soll mal genauso groß und bedeutend werden wie Leipzig. Nun braucht es dort aber auch Professoren. Da ich momentan niemand anderen habe, gehst du eine Zeit lang nach Wittenberg, um den Studenten zu erklären, wie sie sich richtig verhalten, laut der Bibel. Sicherlich wirst du dabei auch verstehen, welche Bedeutung Jesus wirklich hat. Martin packte die Bibel ein
und die wenigen Dinge, die er so täglich benötigte, und ging zu Fuß nach Wittenberg. Das waren ungefähr 200 Kilometer. Einige Tage war er da unterwegs. In Wittenberg unterrichtete er natürlich seine Studenten. Oft saß er da und las die Bibel, um sich vorzubereiten für die Studenten. Natürlich befolgte er den Rat von Johann von Staupitz und las besonders die Bibelstellen von Jesus. So fand er wohl eines Tages auch diese Stelle. Ich will morgen mal diese Stelle den Studenten erklären, damit sie wissen, wie Menschen sich richtig verhalten vor Gott. Ich lese mir die Stelle aber noch einmal zur Sicherheit durch. Ein Vater hatte zwei Söhne. Dazu hatte er einen Hof, viele Tiere und Knechte. Der Vater hatte seine Söhne sehr lieb. Der jüngere Sohn wollte hinaus in die Welt, diese erkunden und sagte deswegen zu seinem Vater: Gib mir meinen Anteil, den ich erben soll, und ich will weggehen, die Welt entdecken. Der Vater gab ihm seinen Teil, und der Jüngste ging in die Welt. Dort gab er das Geld mit freiem Herzen und großzügig aus. Bald war nichts mehr da, und in dem fremden Land kam eine Hungersnot. Der Sohn suchte sich Arbeit bei einem Schweinebauern. Großen Hunger hatte er. Selbst das Schweinefutter hätte er gegessen. Er bekam aber nichts ab. Elend saß er bei den Schweinen und dachte an zu Hause. Mein Vater behandelt jeden Knecht besser. Ich will zurückgehen und als Knecht bei meinem Vater arbeiten. Schnell ging der Weg und schon konnte er das Elternhaus sehen. Sein Vater hielt jeden Tag nach ihm Ausschau und wartete auf ihn. Als sein Sohn nun fast am Haus war, rannte der Vater zu ihm und umarmte ihn. Mein Sohn war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Er holte ein Festgewand und einen Ring. Jeder sollte sehen, dass sein Sohn wieder da ist und nicht irgendein Knecht. Das ist es! Jetzt verstehe ich, was Bruder Johann von Staupitz gemeint hat. Gott ist so ganz anders, als ich gelernt habe. Gott ist ein liebender Vater. Ja, so ist er. Das ist ja genial. Gott ist wie ein gütiger Vater. Weil er uns liebt, schenkt er uns seine Vergebung. Wer das glaubt, wird leben. Das ist ja Gnade. Von mir verlangt Gott nur sein Vertrauen. Dann ist er auch nicht böse auf mich. Wenn ich etwas falsch mache, Jesus hat alle Fehler von uns mit dem Kreuz getragen. Gott weiß, dass wir nicht alles können. Er will nur unsere Liebe. Das ist ja genial. Das verändert doch alles. Martin dachte viel darüber nach. Was bedeutet es für die Kirche, wenn Gott ein gütiger Vater ist? Einiges davon schrieb er auf und schickte es an den Bischof Albrecht von Brandenburg. Heute ist hier Schluss. Das war ein Film aus dem Filmstudio Assi.
Ganz echt mit dem Stempel.